Zwei Winkel eines gleichschenkligen Dreiecks sind gegeben. Einer der Winkel misst 3x plus 5 Grad, der zweite misst x plus 16 Grad. Finde alle möglichen Werte für x. Okay, das Ganze hört sich ein bisschen an wie ein Puzzlespiel, weil dir wird ja vorher nicht gesagt, welcher der Winkel in diesem gleichschenkligen Dreieck 3x plus 5 Grad ist und welcher ist x plus 16 Grad. Also müssen wir am besten mal versuchen, alle Möglichkeiten durchzugehen. Also eine Möglichkeit wäre ja, ich zeichne jetzt einfach mal hier ein gleichschenkliges Dreieck hin. Na, das war jetzt nicht so schön, die letzte Strecke geht ein bisschen gerader. Ach, wunderschön. Okay, also, wir haben jetzt mehrere Möglichkeiten. Zum Beispiel, das hier mache ich mal in orange. Der Winkel hier unten links, also das ist ja ein gleichschenkliges Dreieck, hatte ich gesagt. Also die Seite ist genauso lang wie die Seite. Dann könnte ja der Winkel hier unten 3x plus 5 Grad groß sein. 3x plus 5 Grad. Wenn das der Fall ist, dann muss aber auch der Winkel hier drüben 3x plus 5 Grad groß sein. Weil das sind ja die beiden Basiswinkel in diesem gleichschenkligen Dreieck. Und wenn das so ist, dann ist der Winkel da oben, den ich jetzt einfach mal in violett mache, dann muss der ja x plus 16 Grad groß sein. Weil das ist ja die letzte Möglichkeit, wo diese x plus 16 Grad noch auftreten könnten für irgendeinen Winkel. Okay, das ist eine Möglichkeit. Jetzt kannst du dir vorstellen, jetzt könnte ich ja die beiden einfach tauschen. Also, kann ja einfach noch ein zweites... Na, ups, jetzt habe ich das Gradzeichen mit weggemacht. Also, gebe ich mir nochmal Mühe, um noch ein schönes Dreieck zu zeichnen. Naja, das geht doch. Also, ich tausche jetzt einfach die beiden Winkel und sage, der Winkel hier unten ist einfach x plus 16 Grad groß. X plus 16 Grad und ich habe wieder vergessen, die beiden Striche hier reinzumachen, damit man auch sieht, dass es ein gleichschenkliges Dreieck ist. Also, der Winkel hier unten ist x plus 16 Grad, dann muss der Winkel hier natürlich auch x plus 16 Grad groß sein, weil, wie gesagt, sind ja beides die Basiswinkel. Und dann ist der Winkel hier oben natürlich 3x plus 5 Grad. Dann ist der Winkel hier, na, ich schreibe es lieber drunter. Dann ist der Winkel hier oben 3x plus 5 Grad. Okay, jetzt natürlich die Frage, sind das alle Möglichkeiten? Ja, ich denke, also mir wird zumindest noch eine einfallen. Und zwar können wir ja den Winkel oben einfach mal kurz außer Acht lassen und können noch gucken, was passiert denn, wenn beide Basiswinkel jeweils diese Werte annehmen. Also, das ist wieder ein gleichschenkliges Dreieck. Und jetzt könnte ja der Winkel hier unten, könnte x plus 16 sein. X plus 16 Grad natürlich. Und der Winkel hier unten rechts, also der andere Basiswinkel, könnte 3x plus 5 Grad groß sein. Richtig? Spricht ja, denke ich, nichts dagegen. Und der Winkel da oben, ja, den können wir dann im Nachhinein ausrechnen. Und ich denke, jetzt haben wir alle Möglichkeiten, oder habe ich alle Möglichkeiten hingeschrieben. Weil, also die beiden tauschen, klar, könnte ich machen, aber das wäre im Grunde ja das Gleiche, weil die sind ja eh gleich groß, also die muss ich ja eh gleich setzen. Und genauso könnte ich natürlich hier die beiden tauschen und hier die beiden tauschen. Okay, also gehen wir doch einfach mal ran an die Berechnung. Ich weiß ja, dass alle Winkel in diesem gleichschenkligen Dreieck 180 Grad ergeben müssen. Das ist ja in jedem Dreieck so. Das heißt im Endeffekt ja, dass der Winkel hier unten, also 3x plus 5, 3x plus 5, plus der Winkel unten rechts, der ist auch 3x plus 5, plus der Winkel da oben, der ist nicht 3x plus 5, sondern der ist x plus 16, die müssen alle zusammen 180 Grad ergeben. Die müssen alle zusammen 180 Grad ergeben. Und dann kann ich jetzt einfach alles zusammenfassen. Also, ich habe hier einen x-Term und ich habe hier einen Term mit x und ich habe hier einen Term mit x. Also sind das 3x, sind das 6x, sind das 7x. Plus, jetzt kann ich ja alles, was nicht x noch ist, zusammenfassen. Also 5 plus 5 plus sind 10 und plus 16 sind 26. Und dann müssen das 180 Grad sein. Sind das 180 Grad. Okay, dann kann ich 26 noch von beiden Seiten abziehen. Also dann sind das 7x ist gleich 180, minus 20 sind 160 und minus nochmal 6 sind 154. Sind 154. Und dann kann ich noch beide Seiten durch 7 teilen. Also hier durch 7 und hier durch 7. Okay, hier kürze ich die 7 einfach raus. Und hier sind das ja... Hier sind auf jeden Fall 140, das ist das gleiche wie 140 plus 14, also sind das 20, sind das 22, denke ich. Also x ist gleich 22, richtig, weil 7 mal 2 sind 140
und 7 mal 2 sind 14 und 140 plus 14 sind 154. Sehr gut. Das passt, also einer der möglichen Werte für x ist auf jeden Fall schon mal 22 Grad. Okay, nehme ich mal das zweite Beispiel hier, oder die zweite Möglichkeit. Ich schreibe mal eine 2 mit dran und das rechne ich jetzt einfach mal hier aus. Also, in der zweiten Möglichkeit sieht das ja so aus, mit der gleichen Begründung müssen natürlich auch wieder alle Winkel 180 Grad ergeben. Also kann ich ja da einfach jetzt rechnen, x plus 16 plus x plus 16. Dann habe ich die beiden Basiswinkel und dann muss ich natürlich den übrig gebliebenen Winkel auch nochmal aufschreiben. 3x plus 5. Und die müssen alle zusammen natürlich auch wieder 180 Grad ergeben. Die müssen auch wieder 180 Grad ergeben. Ups. 180 Grad. Okay, jetzt mache ich das gleiche, wie ich drüben auch gemacht habe. Ich nehme sogar die gleichen Farben. Also, erstmal alle x-Terme zusammenrechnen. 1x, 2x und 3x sind 5x. 5x. Und alle nicht-x-Terme zusammenrechnen. Das sind 16, das sind 32, das sind 37. Plus 37 ist gleich 180 Grad. Ist gleich 180 Grad. Ja, ich mache mal zumindest hier die Gradzeichen dran. So, dann rechne ich 37 auf beiden Seiten runter. Also 5x ist gleich 180, 150, 100, 143. 143 Grad. Und dann noch beide Seiten durch 5 geteilt. Also hier durch 5 und hier durch 5. Und dann siehst du schon, das geht nicht ganz so schön auf, aber das muss es ja auch im Endeffekt nicht. Ich scroll mal ein bisschen runter. Also kann x auch 143 Fünftel Grad sein. 143 Fünftel Grad. Also zack, das ist auch eine Möglichkeit. Und die dritte Möglichkeit ist ja die hier rechts gewesen. Die mache ich mal in hellgrün. Also das hier ist Möglichkeit Nummer 3. Und jetzt habe ich keinen Platz mehr, glaube ich. Doch, ich kann noch mal ein bisschen hochscrollen und dann nehme ich da oben rechts das bisschen. So, müssen alles drauf sein. Also die Nummer 3 rechne ich jetzt einfach mal hier aus. So, das ist ja die Möglichkeit, wenn beide Winkel gleich groß sind. Das heißt, ich kann die beiden Winkel hier einfach genau gleich setzen. Also so, wie ich es auch sogar beim Sprechen sagen würde. Also ich mache einfach x plus 16 Grad. Muss genauso groß sein wie 3x plus 5 Grad, weil es sind ja Basiswinkel, müssen also gleich groß sein. 3x plus 5 Grad. Okay, dann ziehe ich einfach mal x ab von beiden Seiten. Dann habe ich auf der linken Seite noch stehen 16 Grad und auf der rechten noch 2x plus 5 Grad. 2x plus 5 Grad. Und dann ziehe ich jetzt noch 5 von beiden Seiten ab. Dann bleibt noch 11 Grad ist gleich 2x. Und dann teile ich noch beide Seiten. Ups, das ist die falsche Farbe. Eigentlich wollte ich ja orange haben. Zack. Ist gleich 2x. Und dann teile ich noch beide Seiten durch 2. Also hier durch 2 und hier auch durch 2. Und ich tausche mal noch die Seiten, dann sieht das wieder ein bisschen hübscher aus. Also x muss gleich 11 halbe sein. Oder kann auch 11 halbe sein, je nachdem, wie die Winkel halt angeordnet sind. 11 Grad halbe sozusagen. Also zack, ab. Nicht durchstreichen, sondern unterstreichen. Zack. So, und ich denke, das sind die drei Möglichkeiten oder die drei möglichen Werte. Schon wieder durchgestrichen, ich wollte eigentlich unterstreichen. Das sind also die drei möglichen Werte für x, die x annehmen kann, je nachdem, wie diese Winkel halt verteilt sind.